Was geht, Freunde der Außenwelt? Wir switchen rüber und let's rock! Dringende Neuigkeiten! Die Wettervorhersage zeigt komplett normales Wetter! Ach, und übrigens... Sowas gibt's auch noch, ja? Komplett normales Wetter? Der Wetterbericht sagt doch eh nur noch falsches Wetter an! Die schaffen nicht mal mehr eine 24-Stunden-Vorhersage! Das ist schrecklich! Die sagen doch bloß noch irgendwas voraus, um ihre Brötchen für den nächsten Tag zu verdienen. Die Zombie-Apokalypse ist da. Oh! Wieso kommt eine Zombie-Apokalypse im Wetterbericht? Regnet die von Himmel? Oh, wolltest du mich gerade beißen? Oh, es tut mir leid. Das war nicht böse gemeint. Ich meine, der hat ja recht. Zombies meinen es wirklich nicht böse. Sie haben einfach bloß Hunger. Oh, das war nicht böse gemeint. Ich hätte zu einem Zombie werden können. Wie fändest du es, wenn ich dich einfach beißen würde? Ha? Hey, da wirst du auch zum Zombie, wenn du Zombie beißt. Oh, dumm. Hä? Wie jetzt? Hä? Die wird zum Bottropper. Geil. Sie kann Zombies einfach umwandeln. Ey, diese Fähigkeit möchte ich auch haben. Für den Fall, dass draußen mal Zombies rumlaufen. Schauen Sie sich das an. Die Animatronic-Apokalypse ist da. Okay, das ist dann ja noch schlimmer wie Zombies. Roboter tot zu kriegen ist doch schwerer als ein Zombie. Na gut, so ein EMP zünden? Okay, das ist... Nee, das ist mein Handy tot. Vieles mehr sehen Sie nach der Werbepause. Sogar der Sprecher ist ein Roboter, Alter. Hey, ja? Du musst für mich die Küchenarbeit übernehmen. Ich weiß nicht, wer du bist, aber okay. Voll dumm! Lass du das Skelett der Küchenarbeit machen. Was machst du da? Ich koche Spaghetti. Ah ja? Was? Das ist eine Pizzeria. Mal schauen. Hinter Pizzeria erstmal Spaghetti. Na gut, Spaghetti-Pizza, ja? Doch, doch, doch. Tomatensauce, Thymian, Nullgewürzmischung, Sans Badewasser. Wie Badewasser? In Spaghetti? Ja, scheint so, als hätte ich nichts vergessen. Ich glaube, ich möchte in diesem Restaurant nicht essen. Warte. Pizzeria. Wo ist das? Was? Wo ist das Fleisch? Was? Ja, zum da gehören Fleischbällchen dazu. Spaghetti und Fleischbällchen zu kochen ohne Fleisch. Stimmt. Wo krümmt die Fleischbällchen her, wenn kein Fleisch da ist? Hat er durchaus recht. Ich brauche Fleisch! Boah. Hä? Okay. Okay, Papyrus, du hattest recht. Hier hat wirklich Fleisch gefehlt. Ja. Hat sich echt gelohnt, nochmal zum Supermarkt zu gehen. Hä? Das muss der Effekt von Sans Badewasser sein. Oh, Scheiße. Na, er ist ja schon tot. Passiert ja nichts, ist ja klar. Oh, Mann. Na, komm schon, jetzt holst du doch einfach. Mies, Alter. Hey, ich sehe, du stehst auch darauf, kleine Kinder zu mobben, um dich besser zu fühlen und deine Sorgen zu vergessen. Was für ein krasser Typ, Alter. Du auch? Na, da haben sie auch zwei gefunden. Oh ja. Ist deine Lieblingsfarbe auch? Lila? Das sagt doch schon der Name, Karinje. Okay. Okay, okay, noch eine Frage, bevor... Wenn das in echt so einfach funktionieren würde. Wir heiraten. Die Farbe deines Autos ist... Kokliko. Lila! Wie bitte? Oh. Kokliko. Nein! Du hättest nur mit Lila antworten müssen, du Kulturbanause! Jo, Alter, voll reingezimmert. Oh, oh, das Säbel, Alter. Und sie tanzt da im Vorhaar. Sehr gut. Oh. Also, heute ist es mal ganz brutal hier. Das hätte ich jetzt nicht erwartet, nachdem ich das erste geguckt habe. Oh, fuck, Alter. Warum erinnert mich das gerade ja alles an Cartoon Box? Wegen den Wendungen. Wow. Ich brauche ein... Ich meine, die Tür war bestimmt offen, aber okay. Ein Gegner! Ha, ich Gegner? Schätze, da bist du hier falsch. Niemand kann es mit Foxy, dem Piratenfuchs, aufnehmen. Okay. Ha, du bist Foxy? Er sieht eher aus wie ein kleines Kätzchen. Hey, halt deinen Mund! Ganz im Gegenteil, süßes kleines Kätzchen. Er ist meine Waffe. Zeit für ein Rap-Battle. 3, 2, 1, los! Oh nein. Oh nein. Ich habe die ganze Zeit überlegt, woher ich den kenne, aber jetzt weiß ich es wieder. Ich habe das ja mal kurz gespielt im Stream. Was ist das? Du bist dran! Was? Oh, wie willst du da? Ja, Alter, als ob! Wie willst du da was treffen? Da bin ich einheitlich getroffen. Oh! Alter, krasse Fähigkeit. Ich möchte die auch. Einfach so Pfeile rumfeuern. Schon alles, ihr lausigen Forellen?
gegen den möchte ich da nicht spielen? Was eine sensationelle Idee. Oh ja, der ist gut. Sans, komm her! Ich hab's endlich geschafft! Ich habe einen Menschen gefangen! Hey, lass uns hier raus! Ich bin sehr das unzufrieden! Das sind doch Menschen! Siehst du? Menschen! Sehen aus wie Menschen. Sind keine Menschen. Du solltest sie rauslassen. Eigentlich bleiben wir nur aus Höflichkeit hier. Sei leise! Aber nett! Sind das Menschen! Ich merke es an meinem Pulsschlag. Das sind wirklich... Warte mal, der hat noch Puls? Nicht keine Menschen, aber die schon. Oh. Huh? Mist! Ich schätze, dann lasse ich euch nicht Menschen gehen. Ach, dumm! Falscher Knopf. Aber ihr habt doch noch die Fernbedienung, Mann. Tja, jetzt werden wir hier verrotten, bis nur noch unser Skelett übrig ist. Naja. Schön ab. Viel Spaß, Alter. Dann sitzt ihr jetzt in der Ewigkeit dort. Ich mach das, Leute. Es ist Purple Guy. Purple Guy. Warum hat mich die Szene gerade an SpongeBob erinnert? Mit den Hackfleisch-hassenden Zerhacker. Genau. Papagei ist schrecklich. Seine Boshaftigkeit ist unübertroffen. Okay. Das war voll damit dumm. Bin ich nicht mal behindert. Ich glaube, das mit dem Behindert müssen wir noch mal prüfen lassen bei denen. Jetzt könnt ihr euch nichts mehr wünschen, ihr Pfeifen. Oh, nett, Alter. Alter, ich stell mir gerade vor, der ist irgendwann Rentner und sitzt im Rollstuhl und all die Kinder sehen ihn wieder und erkennen ihn. Hoffentlich ist keine Treppe in der Nähe. Hey, lange nicht gesehen, Freunde. Sowas hat Freunde? Ich dachte mir, ich zeig euch Robotern, dass ich eigentlich mich nicht komplett verändert habe. Naja. Hier, besondere Entschuldigungskekse mit Schokostückchen. Guten Appetit, Kameraden. Ich hätte die nicht gegessen. Hey, das sind keine Schokostückchen, das sind Rosinen. Bester Prank ever, Alter. Rosinen statt Schoko. Naja. Oh. Das gibt es doch nicht. Dieses Rohr raubt mir meinen letzten Nerv. Oh. Oh, fuck. Ich glaube, die sind jetzt kaputt. Was ist hier komisch? Oh nein, die haben den Körper getauscht. Ist auch nicht besonders gut. Oh nein. Oh, Scheiße. Und die Beine? Wie jetzt? Ja, und ein paar andere. Wir wollten gerade das defekte Rohr reparieren, als es dann komplett den Geist aufgegeben hat. Deswegen sind wir dann runtergefallen. Also ich an seiner Stelle wäre jetzt komplett gestört. Wow, das klingt ja so, als wäre es ein echtes Dilemma. Ich wäre auch verrückt geworden. Was? Hä? Warum? Was ist jetzt passiert? So klein. Das heißt... Warum will man solche Dinge machen, wenn man klein ist? Das Putzen macht besonders viel Spaß, wenn man so klein ist. Oh! Oh, ich hoffe, ich bleibe für immer so winzig. Warum will man das? Oh, Scheiße. Oh, ich wusste gar nicht, dass wir Actionfiguren verkaufen. Oh oh. Wahnsinn, diese kleine Chica-Figur ist so süß. Vielleicht hat sie einen versteckten Knopf. Was? Ich bin die richtige Chica durch dir. Aua. Ja, so drüber. Ups, ich hoffe, Chica merkt nicht, dass ich aus Versehen ihre Actionfigur zerstört habe. Ich glaube, die merkt das nicht mehr. Hast du total recht. Hast du aus Versehen meine Actionfigur zerstört? Was für eine Wendung, Alter! Damit rechnet doch niemand! Schaut euch das an! Ich habe einen versteckten Schatz gefunden! Hat man das nicht schon mal in der Folge? Ey, das war ja eine Compilation, weil ich schon. Jetzt sind wir reich! Ja. Oh, yeah! Was sollen wir mit der ganzen Knete anstellen? Oh, natürlich geben wir alles aus! Ist ja nicht so, dass man investieren könnte, ne? Um noch mehr zu machen.
oder als Rücklage. Nein, wir geben einfach mal alles aus, um es zu vergolden. Genau. Hände hoch! Ah, wir haben doch gar nichts gemacht! Ihr habt über 3 Millionen Euro Falschgeld ausgegeben! Das muss ein Missverständnis sein! Nur gut, dass es Gold war! Oh, mir fehlt mein Schiff! Oh, fang jetzt nicht an zu heulen, Foxy! Okay, probieren wir mal diesen Cheatcode. A, B, schon wieder das mit den Cheat? Ein bisschen jodeln, jodeln. B, B, hoch, ich sag's nochmal, bester Cheat ever. Vorwärts, zurück, zurück, zurück. Links, ja, hoch, kreis, genau. Rechts, zurück, so, links, links, B, B, ja. Die versteckten Knöpfe an der Seite, vorwärts. Vor allem bei Tetris brauchst du einen Code, Alter. Ist nicht normal. Wer bist du denn? Mein Name ist Freddy Fest. Jetzt habe ich aus dem Fall geschafft. Noch ein Feind besiegt. Ja. Achtung! Enthält tödliche Gifte? Haben wir doch auch Chemikalien schon. Chemikalien nicht ein Arsch. Wahnsinn! Das hat mir einen richtigen Kick gegeben! Ich schätze, ich habe meine letzte Pizza-Zutat gefunden! Wieso lebt er eigentlich noch? Jetzt kapiere ich es, weil ein Roboter ist, deswegen lebt er noch, ne? Beim ersten Mal habe ich mich ja übelst gewundert. Naja, nicht übel, aber... Es war halt schon komisch. Das hat man doch auch schon! Komm, jetzt muss noch Teile, die man schon hat. Hallo! Ah, wer bist du? Das ich ist bin deine Zwillingsschwester, Circus Bloomy! Zwillingsschwester, also... Okay, da scheint kannst was du auch das? Ja. Oh. Na dann, du bist dran, Sis. Okay. Okay. Und kannst du das? Das war unheimlich. Gut, ich wette, das hier kannst du nicht. Mit dieser Beule kann ich mich doch nie wieder blicken lassen. Achso, jetzt ist eine Beule auch schon. Hä? Wieso ist denn. Das ist es ja. Ich habe alles probiert, aber ich bekomme diese Beule einfach nicht weg. Wieso ist denn ja alles nacheinander, was in einer Compilation war? Da ist doch dann keine Compilation mehr, das ist doch einfach nur. Weil es kommt ja wirklich nach der Reihe nach von den ein Video, was Martin. Deswegen trage ich auch den Zylinder. Bestimmt werde ich für den Rest meines Lebens nur noch ausgelacht. Warte mal kurz. Das ist ein Cartoon, stimmt's? Heißt das nicht, wir könnten einfach... Wow! Folge-Sitcom. Warte. Beule-weg-Sitcom. Foxy, was meintest du damit, dass das hier ein Cartoon ist? Hallöchen, ich bin Freddy und heute versuche ich die 24-Stunden-Milton-Challenge. Gab's die wirklich, Mann? Gab's die wirklich? 24-Stunden-Milton-Challenge? Als ob, Alter. Ich habe die das kannst du ja wirklich nur am Wochenende machen, wo keine Müll vorkommt. Sonst hast du Arschkarte. Ist das ein Müllauto? Deswegen sage ich, das kannst du nur am Wochenende machen. Warte! Hey, es geht mir gut. Ich bin im Müllauto gelandet, aber ich lebe noch. Auch wenn die Müllpresse gerade startet. Und naja, vielleicht brauche ich doch ein bisschen Hilfe. Es wird langsam ein bisschen eng hier und ich kann mich nicht bewegen. Und ich... Kaputt. Ach, das war's? Nee, das war's noch nicht. Weil letztes Mal, glaube ich, auch so. Wisst ihr, wo sich Bonnie aufhält? Nein, ich dachte, er schläft noch. Was ist das? Wir müssen ihn finden!
haben überall gesucht. Hey, mit genug Pizza ist das schon geil. Ich glaube, das war letztes Mal auch schon mit drin. Ja. Ich glaube, hier kommt jetzt echt nichts Neues mehr. Aber gut, für die, die es noch nicht kennen, ist ja nicht übel. Ich glaube, da muss ich mir mal eine der neuesten Folgen angucken. Vielleicht ist das da nicht. Tot durchgestorben. Au, oh, Foxy! Ja, wenigstens weiß ich schon, wer es war. Na gut, wenn man so durch die Gegend läuft mit so zuen Augen und irgendwo hinstarrt, ohne was zu sehen, er würde dich ja auch da reinfallen. Und er läuft trotzdem noch während der Fälle. Was? Ich glaube, da habe ich mich letztes Mal schon gewundert. Ja, und irgendwann kommt die Rache. Oh, da hätte ich schon Angst, Alter. Ja gut, das war trotzdem geil. Ich hoffe, euch hat das Video so gefallen wie mir. In diesem Sinne verabschiede ich mich und bin damit raus.